Danke, Frau Appenzeller, Herr Dekan, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Einladung zu diesem Homecoming-Event, auch dass so viele von Ihnen gekommen sind, wenn so ein Fossil, das 3x3x3x3 Jahre alt ist, vor Ihnen steht. Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich als ETH-Absolvent eigentlich nicht zu Ihnen gehöre. Mein Vater hätte es zwar nicht ungern gesehen, wenn ich Volkswirtschaft studiert hätte, aber damals interessierten mich ausschließlich Bereiche wie Mathematik, Physik, Philosophie, Literatur, Modern Jazz und mit so profanen Disziplinen wie Ökonomie und Politik hatte ich wirklich nichts am Hut. Erst als ich als blutjunger Unternehmer und Präsident des Aargauischen Arbeitgeberverbandes wurde, erwachte unerwartet meine Leidenschaft dafür, weil ich erkannte, dass beides für die Prosperität eines Landes und seiner Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist. Allerdings habe ich heute trotz ETH in dieser Aula ein intensives Homecoming-Gefühl. Ich bedauere jetzt, dass dieses ganze Ding hier hängt, weil wichtiger wäre jetzt das Bild, das Fresko, das dahinter ist. Das hat mit meiner damaligen Leidenschaft für Literatur zu tun. Mein bester Freund war der leider viel zu früh verstorbene Schriftsteller Hermann Burger, der hier Germanistik studierte. Und wir wurden Stammgäste bei zwei Vorlesungen. Er kam mit mir in die ETH zur Vorlesung des hervorragenden Germanisten und Generalstabsobersten, man merke die Kombination, Karl Schmidt, der da über Schriftsteller wie Frisch, Dürrenmatt, Dingling, Grass, Böll oder Musil lehrte. Und ich besuchte mit ihm dann in dieser heiligen Halle Emil Steiger, der über Goethe, Hölderlin, Mörike, Novalis und dergleichen las. Bei Schmidt die Atmosphäre einer vollbeschäftigten Werkhalle und hier die einer gotischen Kathedrale. Und hinten im Halbrund, da hinten, saßen dann schon betagtere, bessere Damen vom Zürichberg und machten verklärte Gesichter, wie die Damen in den Gewändern, die eben hier hinten wären und die Sie jetzt leider nicht sehen. Das ist das berühmte Fresko von Paul Bodmer, das ursprünglich in seinem Sinne nur diese antik gewandete Damen und Frauen hätte enthalten sollen. Und weil das Heinrich Wölflin, den damals kompetentesten Kunsthistoriker, nicht packte, hat er dann die nackten Kraben hinten noch hingemalt. Und was ist nun mein Homecoming-Gefühl? Dieses Gefühl ist, dass ich nun vor diesem Bilde, das Sie leider verhüllt haben, heute einen Vortrag halten darf. Und wichtig ist noch, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das Fresko für einen Titel trägt. Es trägt den Titel Nichtwissen. Und da bin ich auch schon bei meinem Thema. Nun, die Wissenschaft befasst sich intensiv mit Fragen, die den Staat und seine Tätigkeit betreffen. Und man sollte eigentlich meinen, sie hätte einen Stand erreicht, der es ihr ermöglichte, für alle politischen Probleme überzeugende Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Bei zahllosen Fragen streiten Wissenschaftler erbittert darüber, welche Antworten richtig und welche falsch sind. Oft sehen Ökonomen das gleiche Problem völlig anders als etwa Staatsrechtler oder Politologen. Viele überzeugende wissenschaftliche Erkenntnisse beruhen auf Modellannahmen und niemand weiß, ob daraus abgeleitete Lösungsansätze für die Politik in der komplexen Realität entsprechenden Erwartungen funktionieren. Und oft ist man auch nie ganz sicher, ob ein wissenschaftliches Gutachten völlig objektiv und sachlich ist oder ob es nicht doch eine Gefälligkeitskomponente enthält. Ich erinnere mich an ein kleines Erlebnis, das mich ganz am Anfang meiner Bundesratskarriere schockierte. Das hieß übrigens damals EMD, Eidgenössisches Militärdepartement, nicht wahr? Als ich meinen Generalsekretär bat, zur Klärung einer Rechtsfrage im Bereich der Dienstverweigerung einen renommierten Staatsrechtler für ein Gutachten zu suchen, stellte er mir die Frage, wie ich denn möchte, dass das Gutachten herauskäme. Und da bekam der Glaube des Ingenieurs an die Jurisprudenz seinen ersten Riss. Man beachte das erst. Im wirren Umfeld sich widersprechender Fachurteile und im Lärm interessierter Anspruchsgruppen müssen nun Politiker und Politikerinnen zeitgerecht die richtigen Entscheide fällen, diese durchsetzen und auch verantworten. Und in diesem komplexen Prozess hat die Wissenschaft trotz aller Schwierigkeiten viel zu bieten und diesen Fragen will ich nun nachgehen. Zunächst halte ich Wissenschaft für einen der zentralen Motoren des Fortschritts. Weil wir von den Medien tagtäglich mit Nachrichten über Katastrophen und Missstände aller Art überflutet werden
Und weil eben nie über das Schreckliche geschrieben wird, das glücklicherweise nicht geschehen ist, und kaum über das Positive, haben wir vom Zustand der Welt eine verzerrte Wahrnehmung. Und deshalb unterschätzen wir die spektakulären Fortschritte der Menschheit der letzten rund 2 Jahrhunderte. Und wir verkennen, wie viel besser es einem großen Teil, vielleicht sogar dem größten Teil der Menschen heute im Vergleich zur jahrtausendelangen Normalität von Armut, Ausbeutung, Hunger, Krankheit, Gewalt und Krieg geht. Zu denken ist beispielsweise an die Zunahme der Lebenserwartung, an die Reduktion der Sterblichkeit von Kindern und Müttern, an die Ausmerzung von Seuchen, an die generellen Fortschritte der Medizin, an die Steigerung der Versorgung mit Kalorien pro Kopf und Tag, mit der Abnahme von Gewalt, können Sie alles statistisch nachweisen, trotz der Kriege, die wir jetzt erleben, oder die Zunahme der Alphabetisierung. Und dies alles parallel zu einem ebenso spektakulären Wachstum der Weltbevölkerung. Nun, diese positive Entwicklung verlief natürlich nie geradlinig. Rückschläge, wie wir sie gerade jetzt besonders schmerzlich erleben müssen, erzeugten immer wieder Leiden und Ungemach. Und noch immer gibt es Millionen, wir wissen es, die von diesem Fortschritt wenig spüren. Aber das darf und kann kein Grund sein, den Fortschritt zu verteufeln. Im Gegenteil, es muss uns ermutigen, weiter Fortschritt anzustreben und zu versuchen, die Welt mit immer wieder kleinen neuen Schritten zu verbessern. Und dabei wird die Rolle der Wissenschaft von zentraler Bedeutung bleiben. Nun, die Grundlagen zu dieser Entwicklung wurden in der sogenannten Aufklärung geschaffen. Und diese kann mit dem Bestreben charakterisiert werden, die Vernunft zum wichtigsten Mittel der Gewinnung von Erkenntnis zu erheben. Was ist Vernunft? Vernunft ist das Bemühen, Erkenntnisse anhand von objektiven Maßstäben wie Logik, Wahrscheinlichkeit, messbare Fakten und so weiter zu gewinnen und diese Erkenntnisse der öffentlichen Diskussion zu unterwerfen. Und wichtige Errungenschaften der Aufklärung, Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Bildung, Toleranz, Humanismus, begannen sich in jener Zeit zu entwickeln und trugen entscheidend dazu bei, Fortschritt zu erzielen. Und damit gelang es immer wieder, Bretter vor den Köpfen der Menschen wie Dogmen, Denkverbote, Vorurteile, Verschwörungstheorien oder Ideologien zu überwinden. Wir wissen leider aber auch, dass ganz ausgerottet diese Bretter noch immer nicht sind. Wir erleben das gerade jetzt wieder tagtäglich. Im Gegenteil, es scheint, dass gerade eine der großen Errungenschaften der Menschheit, das Internet, mittels der sozialen Medien und deren Algorithmen derartigen Brettern wieder zur Verbreitung verhilft. Wissenschaft nun ist eine höchst erfolgreiche Methode, die uns die Welt besser verstehen lässt. Sie erweitert unser Wissen mittels transparenter und überprüfbarer Verfahren. Und dabei geht sie sehr verschiedene Wege. Vielleicht steht am Anfang eine Idee oder eine Vision, die als Hypothese ausformuliert wird. Diese Hypothese muss dann an der Wirklichkeit getestet und damit verifiziert oder falsifiziert werden. Vielleicht beginnt der Erkenntnisprozess aber mit dem Beobachten und Messen von Phänomenen, die auf der Basis von konkreten Daten werden dann Schlussfolgerungen gezogen. Und häufig führt auch der Zufall bei einer bahnbrechenden Entdeckung Regie. Sie kennen vielleicht die bekannten Beispiele, Penicillin, Röntgenstrahlung, Klettverschluss, Postizettel, hörte, dass auch Viagra so ein Zufallsergebnis sein soll. Und viele Menschen versuchen tagtäglich Neues, aber nicht alle Versuche sind erfolgreich. Und weil bei diesem sogenannten Versuch-Irrtum-Verfahren angesichts der vielen Einflussfaktoren nicht immer klar ist, worauf Erfolg oder Misserfolg beruhen, kann auch hier Wissenschaft durch systematische Analyse wichtige Erkenntnisse liefern. Und gemeinsam muss all diesen Methoden sein, dass sie eben transparent sind und zur öffentlichen Diskussion gestellt werden. Und das Erfordernis der Transparenz und Überprüfbarkeit zeigt, dass Wissenschaft im Grunde ein nie endender Prozess ist. Wissenschaft ist auch vor dem Irrtum nicht gefeit. Wissenschaftliche Aussagen müssen von Fachkollegen ständig überprüft werden können und manchmal kann es lange dauern, bis eine Erkenntnis als einigermaßen verlässlich gelten kann. Streit gehört also zur Wissenschaft. Ich gehe noch weiter. Ich glaube, dass erst der Streit, das Hinterfragen, die Kritik, die Gewinnung von hinreichend verlässlichem Wissen vorantreiben. Und was heute als richtig angesehen wird, kann morgen schon durch neue Erkenntnisse über den Haufen geworfen werden. Wissenschaft ist sozusagen stolpernde Wahrheitssuche, nicht Wahrheitsfinden. Und trotzdem bringt uns Wissenschaft weiter. Nun,
In einer Demokratie muss es das Ziel der Politik sein, den Menschen ein Leben, möglichst allen Menschen ein Leben in Würde, Freiheit und Sicherheit zu ermöglichen. Das sehen nicht alle Staatschefs so, aber ich glaube, dass dem so wäre. Eine notwendige Bedingung dafür ist ein hinreichender materieller Wohlstand, das wissen Sie besser als ich als Ökonom, wie er sich in Form des Bruttoinlandproduktes, das so schön BIP heißt, näherungsweise messen lässt. Aber mindestens so wichtig, und das wissen wir auch, für ein menschenwürdiges Leben, sind immaterielle Werte wie Gesundheit, Geborgenheit, Zufriedenheit und so weiter, die eben das BIP nicht reflektiert. Und deshalb spricht man ja auch von Wohlfahrt, wenn man die materiellen und immateriellen Werte zusammen ausdrücken will. Und Wissenschaft nun, und deshalb sage ich das, vermag eben Beiträge an beides zu leisten. Und nur eine materiell hinreichend wohlhabende Gesellschaft wird auch die erwähnten qualitativen Verbesserungen des menschlichen Lebens, beispielsweise im Gesundheitswesen, leichter realisieren oder auch mehr Mittel zur Verbesserung der Umweltsituation einsetzen können. So ist es kein Zufall, dass etwa die rasche Entwicklung eines Corona-Impfstoffes, eines wirksamen, es gibt ja auch weniger wirksame, dass die rasche Entwicklung eines wirksamen Corona-Impfstoffes, die wir erlebt haben, eben nicht in Venezuela oder Burkina Faso stattfand, sondern in wohlhabenderen Industrieländern. Wohlstand nun ist leider kein Naturzustand. Er muss tagtäglich von den Menschen neu erarbeitet werden. Es gibt auch keine gesicherten Besitzstände, das musste ich leider auch als Unternehmer erleben. Nur Armut entsteht von selbst, wenn man so sagen will. Grundlage von Wohlstand sind Wissen und Kooperation. Wissenschaftler und Tüftler entwickeln Ideen und Know-how. Unternehmer transformieren die Ideen in Produkte und Dienstleistungen. Und Märkte sorgen dafür, dass letztere von den Nutzern erworben werden können. Und dieses überaus leistungsfähige System, Sie wissen es, nennt sich Marktwirtschaft. Und die Wissenschaft ist Lieferant von Substanz, die für die Schaffung von Wohlstand eben unentbehrlich ist. Nun, es sind die Menschen, die mit ihrem Wissen durch Kooperation, ich habe es gesagt, Wohlstand erarbeiten. Und deshalb muss ich hier einige Bemerkungen zu diesen seltsamen Wesen, zu denen wir alle gehören, machen. Wir haben eine Art Doppelnatur, wenn Sie so wollen. Wir sind nicht nur Individuen, sondern wir sind auch Teil von Kollektiven, ohne die wir nicht allzu lange zu überleben vermöchten. Auch wer irgend auf einer Alp alleine leben will, ist doch ziemlich froh, wenn der Helikopter, wenn er das Bein bricht, rasch vorbeikommt, nicht wahr? Und wir verfügen über Eigenschaften, die beide Aspekte unserer Doppelnatur reflektieren. Wir sind einerseits Egoisten, die bereit sind, enorme Anstrengungen zum eigenen Vorteil zu erbringen und die auch zur Wahrnehmung von Selbstverantwortung fähig sind, wenigstens ein großer Teil von uns. Auf der anderen Seite aber haben wir eine angeborene Fairness-Präferenz, wie die Verhaltensökonomen es nennen, die uns die Existenz zu großer individueller Wohlstandsunterschiede als ungerecht erscheinen lässt. Und wir sind zur Einfühlung in das Leiden anderer, zu Wohlwollen, zu Mitgefühl, zu Empathie, zu Solidarität und so weiter fähig. Gleichzeitig sind wir aber sehr unvollkommene und fehleranfällige Gebilde, weil unser im Prinzip phänomenal leistungsfähiges Gehirn immer auch wieder allerlei kognitiven Verzerrungen zum Opfer fällt. Ich sage immer, seit ich Kahneman gelesen habe, glaube ich mir selber auch nicht mehr alles. Die Frage stellt sich, wie die Gesellschaft strukturiert sein muss, damit die enorme Motivationskraft des Eigeninteresses im Rahmen gemeinsamen Handelns für das Wohlergehen aller genutzt werden kann. Und wie die Gemeinschaft verhindert, durch die kognitiven Verzerrungen von Individuen in die Irre geführt zu werden. Zur Beantwortung solcher Fragen ist Wissen erforderlich, unter anderem die Ökonomie liefert. Aber das Verhalten von Menschen hängt von derart vielen komplizierten Faktoren ab, dass eben auch psychologische, soziologische und andere Erkenntnisse einfließen müssen, wie sie beispielsweise von der Verhaltensökonomie erforscht werden. Und nur eine einzige allgemeingültige Antwort auf solche Fragen kann es schon deshalb nicht geben, weil immer wieder heikle Zielkonflikte austariert werden müssen. Es ist eben nie alles gleichzeitig, was man möchte, erreichbar. Nun, so wichtig und nützlich nun wissenschaftliche Erkenntnisse für die Politik auch sind, so schwierig sind sie häufig umzusetzen. Ich will auf 5 Aspekte dieser wichtigen Frage eingehen. Und alle diese Aspekte haben letztlich mit der Komplexität der Realität zu tun. Ein erster Aspekt betrifft, ich habe das schon erwähnt, die Vereinfachungen, die zur Gewinnung von Erkenntnissen vorgenommen werden müssen.
Zum einen kann Wissenschaft immer nur in einem begrenzten Ausschnitt einer komplexen Wirklichkeit untersuchen. Und zum anderen muss sie eben häufig mit Modellen arbeiten, die auf gewissen Annahmen beruhen und gewisse Aspekte ausblenden müssen. Und es ist dann nicht immer sicher, ob die herausgefilterten Erkenntnisse auch unter veränderten Umständen überhaupt noch zutreffen. Es könnte gar sein, dass schon leichte Veränderungen der Annahmen zu ganz anderen Ergebnissen führen. Ein zweiter Aspekt ist die Kontextabhängigkeit vieler wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die eigentlich wissenschaftlich begründet sein sollten. Die gleiche Maßnahme kann sich je nach den obwaltenden Umständen sehr unterschiedlich auswirken. Austeritätspolitik etwa wird je nach konjunkturellem und geldpolitischem Umfeld unterschiedliche Auswirkungen haben. Mindestlöhne mögen, wenn sie sich von den Marktlöhnen nicht allzu sehr entfernen, positive Auswirkungen haben, indem sie Lohnausreißer nach unten verhindern. Sie können aber umgekehrt Arbeitsplätze vernichten, wenn sie überhöht sind und damit Anreize zur Automatisierung, zum Verzicht auf die Arbeit oder zum Outsourcing vermitteln. Ein dritter Aspekt ist die generelle Schwierigkeit, aus einer beobachteten Entwicklung eines Landes die sie verursachenden Triebkräfte herauszufiltern. Die Wirtschaftsgeschichte bietet ja immer wieder nützlichen Anschauungsunterricht dafür, wie sich politische Systeme oder wirtschaftspolitische Maßnahmen langfristig auswirken. Aber es ist äußerst anspruchsvoll, aus der Unzahl interagierender institutioneller, politischer und psychologischer Kräfte das herauszufiltern, was letztlich für Erfolg oder Misserfolg entscheidend war. Was hat die Türkei vor Jahren besser als Griechenland gemacht? War Polen besser als Bulgarien und die Türkei plötzlich wieder falsch? Aus alledem kann man lernen, aber es braucht Wissenschaft, um herauszufiltern, was. Ein vierter Punkt ist die Uneinigkeit der Wissenschaft in vielen Fragen. Woran soll sich Politik orientieren, wenn sich nicht einmal Nobelpreisträger immer einig sind? Unlängst hat ein ETH-Professor die schweizerische Energiewende in der NZZ in der Luft zerrissen, daraufhin eine ETH-Professorin den Professor. Da können Sie sich dann ein eigenes Bild machen. Ich habe eine Meinung, aber ich äußere sie hier nicht. Es gibt aber auch Differenzen, die sich aus unterschiedlicher fachlicher Optik ergeben, völlig natürlich. Wir haben das in der Corona-Krise erlebt, die von Ökonomen auf weite Strecken anders als von den Virologen, Epidemiologen, Immunologen, was es sonst noch für Logen gibt, oder den Intensivstationsärzten beurteilt worden ist und Loginnen natürlich auch. Der fünfte Punkt hat damit zu tun, dass Politik stets und das, als Ingenieur war ich ja gewohnt, oder man macht eine Berechnung und dann hält die Brücke oder sie hält nicht. In der Politik ist alles anders. Der Politik ist, daran musste ich mich ziemlich gewöhnen. Politik ist stets Handeln in komplizierten Kraftfeldern und unter einem Schleier von Ungewissheit. Und in einem solchen Gewiss müssen die verantwortlichen Regierungen Entscheide von größter Tragweite fällen. Und niemand kann ihnen die Verantwortung abnehmen, auch Wissenschaftler nicht. Sie müssen eine große Zahl, die Regierungen, weiterer Aspekte als nur die wissenschaftlichen in Rechnung stellen. Gewiss steht natürlich die Frage im Zentrum, ob eine geplante Maßnahme als wissenschaftlich hinreichend gesichert erscheint. Aber dann stellen sich eben sofort weitere Fragen, etwa nach der politischen Durchsetzbarkeit, nach der Vereinbarkeit mit internationalen Verträgen, nach der Verträglichkeit mit anderen politischen Maßnahmen, nach Referendumsrisiken in der Schweiz, nach dem administrativen Aufwand, nach den Kosten. Weiter sind allfällige Nebenwirkungen der Maßnahme zu beurteilen und die Reaktionen der Betroffenen einzuschätzen. Und vielleicht müssen zur Durchsetzbarkeit Kompromisse eingegangen werden, die wiederum das Risiko einer Verwässerung der Wirkung oder von unverhältnismäßigen Zusatzkosten beinhalten können. Alle diese Schwierigkeiten führen dazu, dass der Einbezug der Wissenschaft in die Politik auch Missbrauchspotenziale eröffnet. Zunächst zeigt die Erfahrung, dass die Politik dazu neigt, nur zur Kenntnis zu nehmen, was ihr gerade in den Kram passt. Ich will dazu nur einige Stichworte anführen. Interessengruppen oder Parteien können willfährige Wissenschaftler für Gefälligkeitsgutachten gewinnen. Lobbyistenorganisationen wie NGOs oder Interessenverbände werden Experten beschäftigen, die die Wissenschaft nach Argumenten durchforschen, die ihren Interessen dienen. Wo die Wissenschaft in wesentlichen Fragen uneinig ist, kann sich jeder Politiker oder Interessenvertreter jenen Wissenschaftler aussuchen, der seine vorgefasste Meinung oder seine Ideologie bestätigt. Wird tagtäglich gemacht. Wirtschaftsgeschichtliche Erkenntnisse, die sich zur Stützung der eigenen Ideologie oder Vorurteile eignen,
werden zur Begründung von Maßnahmen in völlig anderen und nicht vergleichbaren Kontexten herangezogen. Oder unangenehme wissenschaftliche Erkenntnisse werden schlicht wegbehauptet, wie wir dies etwa vom abgewählten amerikanischen Präsidenten, aber häufig auch von Schweizer Abstimmungsplakaten kennen. Manchmal ist die Erde wieder eine Scheibe. Ich will mir aber jetzt den positiven Effekten der Wissenschaft als Entscheidungshilfe im politischen Prozess zuwenden. Sie sind trotz der erwähnten Probleme außerordentlich wichtig. Es gibt ja zahllose wissenschaftliche Erkenntnisse, die in Fachkreisen eigentlich weitgehend unbestritten sind und die in der Politik einfließen sollten, auch wenn sie für die Politiker nicht unbedingt leicht verdaulich sind. Weiter gibt die Wissenschaft auch dort, wo noch kontroverse Meinungen vorhanden sind, wichtige Denkanstöße. Wissenschaft kann auf Aspekte aufmerksam machen, die sonst vergessen würden. Ein sehr wichtiger Bereich der wissenschaftlichen Politikberatung ist die Einschätzung der Folgen von Regulierung. Man stellt in der politischen Praxis immer wieder fest, dass Regulierungen anderes als das Beabsichtigte bewirken oder schädliche Nebenwirkungen haben. Die Gesetzgeber, häufig von Juristen dominiert, denken gerne in simplen Kausalketten. Wenn ich dem Volk gesetzlich dieses oder jenes vorschreibe, dann tut es das auch und wenn nicht, wird es bestraft. Es wird dann aber gerne übersehen, dass Regulierungen das ganze Anreizgefüge für das Handeln vieler Menschen verändern, in oft unvorhergesehener Weise, und dass die angestrebten Ziele auch dann nicht erreicht werden, manchmal, wenn das Volk das Gesetz einhält. Der verstorbene deutsche Ökonom Horst Siebert hat das den Cobra-Effekt genannt, einige von Ihnen mögen ihn schon kennen. Als zu Kolonialzeiten der britische Gouverneur in Indien zur Bekämpfung einer Cobra-Plage die Auszahlung einer Prämie für jeden abgelieferten, abgeschnittenen Cobra-Kopf verfügte, begann sich die Cobra-Population noch rascher zu vermehren, weil die Menschen zur Maximierung der Prämie Cobras zu züchten begannen. Und meine Erfahrung nach vielen Jahren Politik, die Regulierungsgeschichte strotzt vor Cobra-Effekten. Ein häufig anzutreffendes Beispiel ist etwa der Rückgang von Steuererträgen nach Steuererhöhung, weil damit Leistungsanreize, stimmt nicht immer, aber weil sehr häufig, weil damit Leistungsanreize verloren gehen oder Alternativlösungen attraktiver werden. Ich erinnere mich, vor Jahren hat mein Vorgänger Otto Stich plötzlich den Goldhandel mit der WUST, der Warenumsatzsteuer, belastet und flugs war der Goldhandel nach London verschwunden. Wissenschaft kann also auch ohne 1:1 politisch umgesetzt werden, die Qualität von Politik auf mannigfache Weise signifikant verbessern. Ich will nun einige Beispiele einfach aus meinem eigenen bescheidenen Erfahrungsbereich kurz streifen. Als wir 1999 im Finanzdepartement mit einem wegweisenden Finanzleitbild, das sich noch heute zu lesen lohnt, wenn ich das bescheidenerweise sagen darf, die Ziele, Grundsätze und Instrumente für die Finanzpolitik des Bundesrates entwickelten und in diesem Zusammenhang an den Projekten Schuldenbremse und Föderalismusreform, das war NFA, der Titel, Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanton, als wir an diesen Projekten und einigen anderen arbeiteten, wurden Erkenntnisse der Ökonomie ganz bewusst und systematisch eingebaut und genutzt. Wir engagierten ein eigentliches Ökonomenteam, führten Gruppengespräche mit ausgewählten außenstehenden Ökonomen und ließen die Föderalismusreform von Professor René Frey von der Universität Basel eng begleiten. Und der Erfolg gab uns recht. Nun, einer der wichtigsten ökonomischen Grundsätze, glaube ich auch wissenschaftlich begründet, ist die Verbindung von Zuständigkeit und Haftung. Von einem der großen deutschen Vordenker der sozialen Marktwirtschaft, Walter Eucken, stammt der Satz, wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen. Investitionen beispielsweise werden viel sorgfältiger und vorsichtiger getätigt, wenn die Verantwortlichen für die Transaktion persönlich haften. Ein Unternehmen, das Fehler macht, wird im Extremfall durch den Untergang bestraft. In der Politik entfällt leider die Disziplinierung durch Haftung weitgehend. Wenn Politiker einen Staat in den Staatsbankrott treiben, passiert ihnen persönlich nichts. Nicht einmal die Abwahl ist sicher, denn Wähler honorieren oft eher Wahlversprechungen als die erzielten Resultate. Aber eine Art politischer Ersatz für das harte ökonomische Haftungsprinzip ist das fiskalische Äquivalenzprinzip. Es besagt, dass der Kreis der Nutznießer einer staatlichen Leistung mit demjenigen der Kostenträger und der zum Entscheid Befugten identisch sein muss oder in Kurzform, wer zahlt, befiehlt. So hat man beispielsweise, das war immer mein bescheidenes Beispiel aus dem eigenen Erfahrungsbereich in einer kleinen Gemeinde,
Man hat beobachtet, dass Gemeinden, die eine Mehrzweckhalle vollständig mit eigenen Steuergeldern, gemeindeeigenen, finanzieren müssen, dies günstiger tun als Gemeinden, die aus einem Finanzausgleich hohe Zuschüsse erhalten. Eines der wichtigsten Ziele der Föderalismusreform war es, neben dem Subsidiaritätsprinzip, auf das ich jetzt nicht eingehen will, auch dem Äquivalenzprinzip wieder mehr Geltung zu verschaffen. Es schafft eben den Anreiz, Preis, Zielgenauigkeit und Qualität einer staatlichen Leistung in ein für die Bürger optimales Verhältnis zu bringen. Und die Vernachlässigung dieses ökonomischen Prinzips, etwa im deutschen, für aus meiner Sicht ein bisschen hinkenden Föderalismus oder in der EU, ist eine der Hauptquellen von ganz schwerwiegenden Fehlentwicklungen. Bei uns nehmen diese Verletzungen leider wieder besorgniserregend zu. Ich nenne das die Verschlammung des Föderalismus. Dann stehen wieder Verwischung von Verantwortlichkeiten. Am Schluss ist niemand mehr verantwortlich. Und das spüren wir als Bürger dann eben auch immer wieder. Ein verwandtes Problem sind die zu tiefen Zinsen, die die Risiken nicht mehr reflektieren und damit gravierende Fehlanreize schaffen. Die Geldflutung durch die Notenbanken, die war zur Verhinderung der Austrocknung der Finanzmärkte bei Ausbruch sowohl der Finanz- als auch der Corona-Krise richtig und nötig. Aber deren Perpetuierung bis wohl zum Punkt der faktischen Unumkehrbarkeit, auch wenn man das jetzt zaghaft versucht, erzeugte langfristig wirksame enorme Risiken. Zu tiefe Zinsen schaffen eben für Politiker fast unwiderstehliche Anreize zu noch mehr Schulden und für Wirtschaftsakteure Anreize zum Eingehen unverhältnismäßig großer Risiken. Die von den Notenbanken genährte Erwartung, sie würden im Bedarfsfall schon zu Hilfe eilen, symbolisiert im berühmten tragischen Whatever it takes, schafft für Anleger und Politiker einen unwiderstehlichen Moral Hazard. Und wir erleben jetzt dramatisch die Folgen, von denen ich darf das sagen, weil man kann das nachlesen, schon seit Jahren gewarnt habe. Zombiefirmen bleiben am Leben, versperren den Raum für lebensfähige Unternehmen mit der Folge langfristig schwächelnden Wachstums. Blasen entstehen noch und noch, jetzt geht zum Teil Luft ab. Sozialwerke kommen unter Druck, Sparer werden bestraft, soziale Ungleichgewichte wachsen. Und über den gegenwärtigen katastrophalen Inflationsschub kann sich nur wundern, wer die mehrtausendjährige Geschichte von Finanzkrisen ausblendet. Es gibt das berühmte Buch von Reinhard Rogoff, This Time is Different. Und genau jetzt ist This Time Again Different und wir haben das Resultat. Nun, Politiker haben dieses demokratisch übrigens nie abgestützte Gebaren der Notenbanker mit Begeisterung toleriert, weil es ihnen die Arbeit erleichterte. Ich nehme hier ganz klar die Schweizerische Nationalbank auf, denn sie muss immer zwischen Ross und Wand agieren, wie ich dem sage. Für die Bewältigung der Komplexität der modernen Welt, nun benötigt also die Demokratie Fachwissen, auch auf Wissenschaft basiertes. Demokratie verlangt aber gleichberechtigte Mitsprache aller Bürgerinnen und Bürger. Und die Legitimation politischer Entscheide beruht auf dem Mehrheitsprinzip, wir wissen das. Das ist aber leider kein Garant für Wahrheit. Gegenwärtig treibt die alte Frage viele Politologen um, wie die Demokratie Fachwissen wirksamer in die politischen Prozesse einspeisen könnte, ohne das Gleichheitsgebot der Demokratie zu verletzen. Ein amerikanischer Philosoph fragte sogar provokativ, wie in der Praxis die Herrschaft der Dummen durch die Herrschaft der Wissenden abgelöst werden könnte. Dann stehen dann so Ideen wie die Einschränkung des Wahlrechts für inkompetente Bürger oder die Beschneidung der Kompetenzen der gewählten Parlamente, flankiert durch in definierten Bereichen entscheidungsbefugte Expertengremien, zum Beispiel die unabhängigen Notenbanken. Viele träumen gar im Sinne Platons von Expertenregierungen. Nun, abgesehen davon, dass das Volk in einer Demokratie kaum geneigt sein dürfte, sich selber zu entmachten, stellt sich die Frage, ob politische Entscheide dadurch wirklich besser würden. Die Erfahrung spricht dagegen. Die Schweiz ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Sie hat wie kaum ein anderes Land mit seiner halbdirekten Demokratie auch den Dummen in Anführungszeichen Entscheidungsmacht anvertraut und war damit erfolgreich wie eigentlich kaum ein anderes Land. Das hat eben damit zu tun, dass für die Qualität von Politik nicht nur die Köpfe, sondern auch die Entscheidungsprozesse von großer Bedeutung sind. Die Verhaltensökonomie zeigt ja, dass Gruppen von auch zu irrationalen Entscheiden neigenden Individuen durch geeignete Prozesse rationale Entscheide fällen können. Das hat auch mit dem Phänomen zu tun, das man als Weisheit der vielen bezeichnet. Ich muss in diesem Kreise
die ausgeklügelten Entscheidungsfindungsprozesse der Schweizer Demokratie nicht schildern, es wäre viel zu kompliziert. Aber sie unterscheiden sich eben ganz grundlegend von den modischen Plebisziten, wie sie ohne klare Verfahrensregeln und brauchbare Konsequenzanalysen überhastet von Staatschefs angeordnet werden, die sich vom Volk zu einem günstigen Zeitpunkt irgendwie bestätigen lassen wollen. Sie alle kennen das abschreckende Beispiel mit fatalen Konsequenzen der Brexit-Abstimmung. Im Moment übt sich ein Herr Orban irgendwo im Osten von uns in solchen Dingen. Damit ist schon Herr Chirac einmal auf die Nase gefallen und so weiter und so fort. Das ist nicht direkte Demokratie, sondern Unfug. Zudem fühlen sich Wissenschaftler, auch das muss einmal gesagt sein, die auf einem Gebiet Hervorragendes leisten, oft berufen, sich prominent zu Problemen zu äußern, von denen sie kaum mehr als normale Bürger verstehen, wenn nicht überhaupt weniger. Und das tun sie bisweilen hemmungslos in der Expertenallüre. Die stimmt zwar für ihr kleines Gebiet, aber vielleicht nicht für die ganze Welt. Ich denke etwa an die mehr als peinlichen Lobeshymnen, die Nobelpreisträger Josef Stiglitz vor einigen Jahren in Venezuela Hugo Chavez und seinem System gewidmet hat. Interessant ist auch, dass die Prognosen von Fachleuten häufig genauso falsch sind wie die der Zukunftsforscher. Sie hätten, zeigte der amerikanische Psychologe Philip Tetlock in einer berühmten Studie, Sie kennen sie wahrscheinlich, diese Prognosen hätten die Treffsicherheit Dartpfeile werfender Schimpansen. Nun, Politik kommt ohne Wissenschaft nicht aus. Man könnte es auch so ausdrücken, dass die Wissenschaft eine Bringpflicht und die Politik eine Hohlpflicht hat. Die Bringpflicht der Wissenschaft lässt sich in vier Komponenten aufteilen. Erstens, es sind zum Teil Banalitäten, aber es ist mal wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Es geht um die Gewinnung von neuem Wissen mittels der geschilderten wissenschaftlichen Verfahren. Und das wird umso fruchtbarer geschehen, desto freiheitlicher das Umfeld und die Regeln sind. Dabei muss ich noch etwas sagen, was ich noch nicht gesagt habe. Die zweckfreie und wertfreie Forschung ohne Ziel für einen bestimmten Nutzen ist natürlich ebenfalls von größter Bedeutung, weil Wissen an sich natürlich von Bedeutung ist und weil sie immer wieder zu Ergebnissen führen kann, deren konkreter Wert sich erst viel später offenbart. Wissen ist eben auch ein Wert an sich. Zweitens geht es um die Lehre. Wissen Sie von dieser Hochschule? Also die Weitergabe des Wissens von Generation zu Generation und um die Einspeisung dieses Wissens in die mannigfachen beruflichen Tätigkeitsfelder der Menschen, also um die Anwendung. Und drittens muss dieses Wissen in verständlicher Form in das Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit gelangen. Und das ist eine unterschätzte, höchst anspruchsvolle Aufgabe, denn die Zusammenhänge sind häufig derart komplex, dass eben die Sprache der Wissenschaft schwierig zu verstehen ist. Die Umsetzung in allgemeinverständliche Form ist aber risikobehaftet. Denn Vereinfachungen führen häufig zu Verzerrungen und Verfälschungen. Und mit wissenschaftlichem Halbwissen kann man auch Schindluder treiben. Die Vereinfachung kann auch in die Lüge überschwappen. Viertens müssen sich Wissenschaftler auch dem öffentlichen Disput um Fragen der Wissenschaft stellen. Das ist klar, der Kontroverse, der Kritik. Und um die spezifischen Bedürfnisse nun der Politik abzudecken, stehen der Wissenschaft zahlreiche Mittel zur Verfügung. Ich muss das stark vereinfachen. Ganz wesentlich, ich habe es angedeutet, ist die Lehre, weil sie die Lernenden befähigt, ihren späteren Berufen, Verwaltung, Beratungsfirmen, Parteizentralen, wissenschaftliche Kenntnisse einzubringen und die Entwicklung wissenschaftlicher Kenntnisse überhaupt zu verfolgen und zu verstehen. Besonders wichtig ist natürlich eben die Entdeckung und Erarbeitung von einschlägigem neuem Wissen. Und hier habe ich den Eindruck, dass gegenüber der Zeit, als ich in die Politik eintrat oder selber studierte, viel intensiver heutzutage, vor allem auch an Universitäten wie der Ihren, Probleme erforscht werden, die für die praktische Politik relevant sind. Ich denke etwa an die Optimierung von Steuersystemen, an die Wirksamkeit von Entwicklungshilfe, an die Konzeption von Umweltpolitik, an die Strukturierung politischer Institutionen, an die Bekämpfung von Armut und so weiter. Und mit alledem vermag die Wissenschaft der Politik heute weit bessere Hilfe anzubieten, als dies zur Zeit meines Eintritts in die Politik der Fall war. Ich habe also den Eindruck, dass die Wissenschaft ihre Bringpflicht besser erfüllt als die Politik ihre Hohlpflicht. Und ich sage das als einer, der den wichtigsten Teil des Lebens der Politik gewidmet hat. Zur Erfüllung dieser Hohlpflicht stehen der Politik viele Instrumente auch zur Verfügung, die ich jetzt nicht im Einzelnen diskutieren will. Ich will es bei einigen Bemerkungen bewenden lassen. Angesichts der Komplexität und Vielfalt der Probleme, derer sich Politik annehmen muss,
kann es sich der Kleinstaat nicht leisten, für sämtliche Fachgebiete über eigene Spezialisten zu verfügen, wie das ein Deutschland kann oder Brüssel schon gar. Das ist vielleicht sogar etwas zu viel. Er muss sich also Fachwissen von außen besorgen. Aber er muss natürlich auch der Staat, der Kleinstaat, zunächst in der Lage sein, dieses Fachwissen überhaupt zu verstehen und umzusetzen. Und deshalb kommt er ohne wissenschaftlich geschultes eigenes Personal, nicht nur Spezialisten, aber geschult, nicht aus. Fruchtbar kann auch der personelle Austausch, der temporäre zwischen Staat und Wissenschaft sein. Ich nehme ein Beispiel, das mir gerade durch den Kopf ging. Der Berner Professor Aimo Brunetti, der einige Jahre im WBF für Wirtschaftspolitik zuständig war. Es gibt andere Fälle. Wissen außerhalb der Verwaltung nun ist in unserem hochentwickelten Lande in reichem Ausmaß vorhanden. Universitäten, Hochschulen, Privatinstitute, Wirtschaft und so weiter. So setzt der Staat auch häufig Expertenkommissionen ein, bestellt Gutachten, erteilt Forschungsaufträge, organisiert Hearings. Das wird zwar vor allem von staatskritischen Kreisen häufig als Geldverschwendung kritisiert. Diese Kritik mag manchmal zutreffen, aber sie ist pauschal so nicht gerechtfertigt, denn solches schafft eben einen notwendigen Informationsfluss zwischen Wissenschaft und Politik. Aber es ist klar, dass auch solche Instrumente wie alles beim Staat kostenbewusst und effizienzorientiert eingesetzt werden müssen. Es darf also von den Akteuren in Staat und Politik generell erwartet werden, dass sie auf ihrem Fachgebiet auch mit dem Stand der Wissenschaft sich befassen. Und das gilt auch für die Chefs. Ich glaube, das gilt sogar für die Bundesräte. Es gibt Fachliteratur. Ich habe sogar in den Ferien immer noch dicke Wälzer gewälzt, weil mir das Spaß machte. Es gibt die Lektüre qualitativ hochstehender Zeitungen. So viele gibt es nicht mehr, aber es gibt sie noch. Es gibt die Möglichkeit, sich von den eigenen Fachleuten periodisch briefen zu lassen. Ich habe auch mit zwei anderen Methoden gute Erfahrungen gemacht. Mit dem Zusammenführen qualifizierter Experten mit verwaltungsinternen Fachleuten zu einer gut vorbereiteten und strukturierten Diskussion über ein definiertes Thema, wie wir das auch eben beim Finanzleitbild zum Teil gemacht haben. Oder dann auch mit einem ausgiebigen Vieraugengespräch mit einem hervorragenden und erfahrenen Wissenschaftler, ebenfalls über ein definiertes Thema. Man gewinnt dann sehr rasch einen Eindruck, wo Konfliktzonen zwischen Theorie und Praxis bestehen, wo wissenschaftliche Impulse nützlich sind und wo noch Klärungsbedarf besteht. Und gerade die kontroverse Diskussion zwischen Fachleuten ist sehr erhellend häufig und die Funktion des Chefs besteht dann vor allem darin, die Diskussionsdisziplin zu sichern, die richtigen Fragen zu stellen und vor allem das Wichtigste zuzuhören. Die Beziehungen, und damit komme ich zum Schluss, meine Damen und Herren, zwischen Wissenschaft und Politik sind also nicht spannungsfrei, aber gute Politik kommt heutzutage mit der Komplexität der politischen Herausforderungen ohne wissenschaftliche Fundierung nicht zurecht. Und dabei hat sich die Wissenschaft auf die Beratungsfunktion zu beschränken. Sie kann und darf der Politik diese Verantwortung nicht abnehmen. Aber es gehört eben auch zur Verantwortung der Politik, wissenschaftliche Erkenntnisse nicht einfach aus wahlpolitischen oder ideologischen Gründen zu missachten. Das Urteil darüber, ob die Politik diese Verantwortung immer wahrnimmt, meine Damen und Herren, überlasse ich gerne Ihnen. Ich danke Ihnen.